Um die Zeitrelikte besser zu bekommen, solltest du das Spiel erstmal durchspielen, so wie wir das in dem Platin Guide dir auch gezeigt haben. Das bedeutet, du spielst einfach durch. Am Ende beim Bossfight bekommst du die Spurtschuhe, mit denen kannst du schneller laufen. Und dadurch wirst du natürlich auch ganz easy durch die Zeitrelikte durchkommen. Plus, du musst nur die Goldrelikte einsammeln. Manchmal sammle ich hier in diesen Videos Platinrelikte, manchmal nur Goldrelikte. Aber bedenke, für die Trophäen, also für die Platin-Trophäe, brauchst du nur die Goldrelikte. Folge einfach dem Video, schau, wie ich das Ganze mache. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du an einer Stelle Probleme hast und kommst nicht durch, dann schreib einfach unter die Kommentare, wo du Probleme hast, kannst auch eine Zeitangabe machen, bei welcher Stelle, und dann werde ich dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn du unserem Platin-Guide folgst, bist du jetzt mit allen Sachen durch und musst nur noch die Zeitrelikte machen. Wenn du diese geschafft hast, folge einfach dem Platin-Guide, dann müssen wir am Ende nur noch 3 Erfolge absolvieren. Das sind ganz einfache Trophäen, ganz einfach zu machen, und dann hast du die Platin. Schau einfach, also orientier dich am Platin-Guide, und dann wirst du keine Probleme haben.